Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Heute habe ich mal was ganz anderes geplant. Ich bin jetzt gerade bei uns in der Base und habe mich gerade, ja, für was anderes ausgerüstet. Denn ihr wisst ja, dieser Riesenfisch ist ja rausgekommen im letzten Update. Okay, heute, also für euch gestern, kamen ja auf einmal zwei Updates, in denen ein paar Bugfixes dazugekommen sind. Ihr fragt euch jetzt was, das ist nur die Bugfixes, ich glaube, wenn ihr jetzt im Inventar seid, dass ihr mit R2 Dinge bestätigen könnt und dass die Dinos sich nicht mehr so schnell bewegen, denn es war nämlich ein Fehler drin gewesen, dass Dinos sich auf einmal urschnell bewegen können und meistens sogar schneller seid als ihr selber, gerade wenn ihr einen schnellen Dino habt, der wirklich schnell vorankommt und auf einmal kommt so ein popliger Argentavis und hängt euch hinten am Arsch. Das war schon ein bisschen nervig, das haben sie jetzt, glaube ich, wieder rausgepatcht. Und ja, das war's eigentlich. Danach kam gleich nochmal ein Update. Ich glaube, die 1.17 war ja das große Update. Dann kam gleich die 1.18 heute, also für euch gestern, und die 1.19 gleich hinterher, weil wieder irgendwas falsch war. Aber nichtsdestotrotz, ja, ihr backt im Boden rum, das ist auch okay. Ich möchte mit euch diesen riesen Fisch anschauen. Habt ihr wirklich schon das Kostüm bekommen? Okay, Dino Bunny Ears. Ja, ich wollte auch schon selber mal gucken nach diesen, ja, nach diesen Eiern. Also ihr habt ja geschrieben, dass die Dodos hier jetzt bunte Eier legen und sowas alles. Da muss man eine bestimmte Anzahl aufsammeln und dann bekommt man da irgendwie was. Also zumindest diese Mütze oder, also für einen selber, für den Charakter selber könnt ihr das bekommen. Und natürlich für einen Dinosaurier. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte was anderes schauen. Ich wollte mir heute mal einen Frosch nehmen. Ich nehme mal dich hier. Oder der Weiße? Nee, der Weiße war, glaube ich, der Dolly ihrer. Und den will ich jetzt nicht unbedingt in den Tod stürzen. Welcher ist denn hier so ein Lobob? Die sind alle so hoch. Ich nehme einfach mal dich. So, hüpf mal eine Runde raus hier. Ich weiß, das ruckelt in der Base immer, aber bei so viel Strukturen ist es echt krank. Es ist echt krank. Also, wenn man wirklich viele Strukturen gebaut hat, da ist ARK auf den Konsolen, sagen wir es so, ja, nicht so angebracht. Also man merkt schon, da gehen die FPS extrem in die Knie. Und ich bin hier auf der PlayStation Pro. Ja, Pro oder nicht Pro, ne? Das nimmt sich beides nicht viel. Das Einzige, was der Unterschied ist, ist die Auflösung. Aber sonst ruckelt das Spiel bei beiden genauso viel. So, machen wir das Lager wieder zu. Frosch schnell raus. Und ich will mal gucken, ob ich irgendwo so einen Fisch herbekomme. Die meisten haben geschrieben, um Gottes Willen, fahr nicht mehr mit dem Boot raus. Weil wenn du mit dem Boot rausfährst, das Vieh kommt von unten und zerkloppt dir die Bude. Oh, guck mal. Da ist der Titan genau vor unserer Tür. Gut, ich habe schon einmal, ich wusste nicht, wem die Hosen gehören. Also blaue Wasserhosen, ne? Tut mir leid, ich habe sie jetzt einfach aus dem Fabricator rausgenommen. So, wollen wir mal gucken. Ich hatte jetzt keine Scuba-Ausrüstung bei und deswegen habe ich sie mir jetzt einfach mal aus den Schränken von den anderen genommen. Ich weiß, oh, du dummes Arsch, du klaust schon wieder. Das ist mein Name, Cloud. Ich weiß, da war so schlecht, aber seit wann sind denn so Schildkröten so weit draußen? Das ist ja auch okay, das hatte ich bis jetzt echt noch nicht. Wo sind die Biester überhaupt? Das ist jetzt die Frage. Mein Frosch ist echt langsam. Hast du Level up? Wir gucken mal ganz kurz rein. Ja, seit dem neuen Update ruckelt bei mir das Menü auch ein bisschen, aber noch stört es mich nicht. Machen wir Bewegungsgeschwindigkeit ein bisschen höher. 300% müsste reichen unter Wasser. Ja, komm, machen wir noch ein bisschen Lebensenergie. Level 124. Es müsste aber eigentlich vorankommen. Ich will diesen Riesenfisch mal einmal sehen und den kann man nicht zähmen. Ich habe gelesen, der Fisch ist zu dumm, um gezähmt zu werden. Also der ist rotzenblöde sozusagen. Und deswegen können wir nicht zähmen. Aber soll momentan eigentlich das größte Tier bei ARK sein? Habe ich gehört. Ihr könnt mich berichtigen, das ist natürlich klar. Und da sind Quallen, die gefährlichsten Tiere in ARK, wenn du im Wasser bist. Wo suche ich denn am besten? Warte mal, ich gucke mal auf die Karte. Im kalten? Nee, komm, wir schwimmen mal in die wirklich tiefen Gebiete. Natürlich habe ich dann auch das Problem, dass dann Haie kommen und das ganze andere Gesocks. Aber ich glaube, die schwimmen auch gar nicht so. Ich wollte schon sagen, das ist einer. Nee. Die schwimmen auch gar nicht so tief. Weil die ja Boote von unten angreifen können. Und ich wollte sie mir zumindest einmal mit euch angucken. Für die Leute,
Also ihr müsst es verstehen, nicht jeder hat das Spiel Ark und manche fangen neu an. Deswegen versuche ich zumindest mal ein paar Tiere zu zeigen, die manche halt noch nicht kennen oder bis jetzt noch nicht gesehen haben, weil sie noch nicht so weit sind und noch nicht im Wasser rumwurschteln können. Na gut, wenn du draußen mit dem Boot rumherwurschtelst, dann kann es ja mal passieren, dass so ein Vieh von unten kommt und dann bist du natürlich aufgeschmissen, weil du nicht weißt, was das auf einmal war. Und deswegen wollen wir das in Angriff nehmen und einen suchen. Aber ich glaube, wenn ich in einer Aufnahme bin, habe ich immer bei sowas Pech. Gestern die Folge mit, also nee, vorgestern, gestern war ausgefallen, weil, sorry, ich hatte ein bisschen viel zu tun und ich war immer nur ein bisschen fertig gewesen, deswegen konnte ich keine Aufnahme machen. Ich weiß, setz dir die Taucherbrille auf, da siehst du, kannst du weiter sehen, aber ich finde die Taucherbrille kacke, weil ich hier ringsrum dann so ein eingeschränktes Sichtfeld habe. Ja, wie gesagt, gestern hat echt nicht geklappt, tut mir leid, Freunde. Aber dafür gucken wir heute nach Fischen. Und im nächsten Video zählen wir dann diesen Iggy. Ich nenne Iggy. Auch eine von den neuen Tieren. Und dieses komische Vogeltierchen. Ich weiß. Ja, merkt ihr doch mal langsam die Namen. Ich glaube, hier ist einer von denen, oder? Nee. Merkt ihr doch langsam mal die Namen. Leute. Ich habe andere Dinge im Kopf, als mir Namen zu merken. Ich weiß, wie sie aussehen und wo sie sind. Das reicht mir schon. Nee. Hi. Okay, machst du richtig. Statt mich. Vorher war das immer so, dass die nur mich angegriffen haben. Egal was los ist, die Unterwassertierwelt, die greift grundsätzlich mich an. Jetzt finde ich schon mal gut, dass die Haie zumindest versuchen, um die Vögel mal irgendwie zu greifen. Aber ich sehe diesen Riesenfisch nirgends. Nur Quallen. Ich weiß, es ist tiefes Blau. Ihr guckt auf den Bildschirm und denkt euch, Alter, ich sehe da gar nichts mehr. Was soll denn die Scheiße? Macht doch mal einen Cut. Nee, Freunde, ne? Also jetzt müsst ihr mit mir leiden. Ich weiß, ihr könnt abschalten, aber... vielleicht passiert da... noch was Unerwartetes. Vielleicht schwimme ich wieder in Quallen rein. Das mache ich gerne. Ich glaube, ich müsste doch weiter rausfahren, oder? Oder höher schwimmen? Können wir von oben gucken. Vielleicht kommt er von unten angeschossen und schießt meine Kröte ins Weltall. Der hat gerade gekackt unter Wasser. Habe ich die Gamma Correction so hochgeballert? Was ist denn hier los? Nee, ist normal. Also blendet hier. Ich habe ihn bis jetzt noch nie gesehen. Auf Bildern ja. Also seit die Update-Bilder. Aber so live noch nicht. Und ich will mal gucken. Denn der hat was Spezifisches. Du kannst aus ihm Prime Fish rausziehen. Das ist ja, wenn man zum Beispiel Haie, wenn man Haie tötet und so weiter, kriegt man das auch da aus die Höhle. Hallo Höhle! Hallo Quallen. Ja, aus dem kann man Prime Fish rausziehen. Weiß ich nicht, wo Sinn und Zweck der ganzen. Oh Gott, warum taucht der nicht jetzt immer so früh hier, genau, so spät auf? Ich weiß jetzt nicht, wo Sinn und Zweck da ist, weil du erstmal so einen Fisch suchen musst und dann töte ich doch lieber mal einen Hai. Oder ist das ein neues Prime-Fisch? Oder man kann halt mehr Prime-Fisch aus ihm ziehen? Ich weiß es noch nicht. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Übrigens seit dem letzten Update, wenn ihr euch unter Wasser ausloggt, geht eure Ausrüstung nicht kaputt. Das heißt, ihr könnt jetzt unter Wasser bleiben und euch ausloggen. Vorher war es so, nach einer Weile, man sieht ja, wenn ihr zum Beispiel unter Wasser sind, die Scuba-Rüstung, die nimmt nach einer Weile... Schreck bekommen. Die nimmt nach einer Weile ab. Wenn ihr euch ausloggt, nimmt sie nicht mehr ab. Das ist ganz praktisch. Das heißt, du kannst nicht mehr unter Wasser verrecken, falls du mal ein Disconnect oder so bekommst. Da haben sich ja sehr viele drüber beschwert. Und deswegen fand ich das ganz cool, dass sie das jetzt endlich gemacht haben. Aber ich finde diesen Riesenfisch nicht. Und ich weiß jetzt echt nicht, wo ich noch suchen soll. Bin jetzt, glaube ich, einmal fast runtergeschwommen, oder? Na, fast komplett. Alter, wie viele Haie hier einfach nur sind. Ist echt krass. Also ich finde hier alles... Nur nicht so ein Riesenfisch. Haie, 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 Mantas. Eigentlich sollte seit einem Update unter Wasser ja ein bisschen mehr los sein. Gerade weil man unter Wasser jetzt eigentlich sich eine Base bauen kann. Deswegen dachte ich mir, okay, da werden ja bestimmt vielleicht auch ein paar mehr Tiere unter Wasser sein. Also zumindest jetzt nicht in dem Sinne neue Tiere, sondern überhaupt mal irgendwas. Aber hier ist ja voll tote Hose. Bis auf Haie. Na gut, so viele Tiere, neue Tiere gibt es ja noch nicht. Also ein bisschen unter Wasser. Bis auf Krebse und sowas alles. Da gibt es schon ein bisschen länger.
Nein, du bist das delfinartige Vieh. Da hinten ist ein Basilosaurus. Den Namen konnte ich mir kurioserweise merken. Aber sonst ist hier gar nichts. Basilo will ich mir irgendwann auch noch fangen. Den brauche ich ja unbedingt für... Ich glaube, der ist immun gegen diese ganzen Elektroschocks, wenn jetzt Aale und so kommen. Gerade wenn du in so eine Höhle rein willst, also die große Höhle, wo wir einmal verreckt sind alle. Ich glaube, da drinne bräuchtest du den schon, gerade wenn du da reintanken willst und die Aale rausziehen willst. Weil ihr wisst, wenn Aale einmal loslegen, wenn die Gruppe kommt, sozusagen 1, 2, 3 Aale, da bist du am Arsch. Die Viecher, ich weiß nicht, ob sie die genervt haben. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ob jetzt irgendwie ein Nerf kam. Ich weiß es zumindest nicht. Weil aber vorher waren die sowas von dermaßen OP. OP halt, ne? Einfach nur unbesiegbar. Die Biester, die haben dir einmal so einen reingeknallt und du warst schon so gut wie tot, weil du kamst jetzt gar nicht mal irgendwie zum Aufwachen. Es hat dir einfach nur Lebensenergie abgezogen, du konntest dich nicht bewegen, dein Tier war auch so gut wie im Arsch. Na gut, Quallen sind genauso behindert. Behindert nicht. Ja gut, die sind behindert, weil sie ja, ne, die können auch nicht reden und so. Ich weiß, ich erzähle gerade wieder ein bisschen Gülle, aber ich muss euch irgendwie mal die Zeit vertreiben, bevor wir hier die ganze Zeit nur blaues Sichtfeld haben und gar nichts mehr zustande kommt. Ich glaube nämlich, ich werde hier keinen finden, weil die wieder bestimmt wieder nicht spawnen. Oder die sind irgendwo oben im Eisgebiet und ich brauche Ewigkeiten, bis ich da ankomme. Das kann natürlich durchaus sein, aber warum sollten die denn gerade da sein? Und sie sollten nicht allzu tief sein. Also, wenn sie Boote und sowas angreifen, dann können sie ja hier nicht ewig tief sein. Oh Gott, hier ist eine Wand. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Bin ich jetzt richtig? Denke ich? Ja, ich bin richtig. Einmal nix. Okay. Nix da, gar nix. Obwohl, ich habe hier oben so eine kleine Karte offen. Normalerweise, da ist einer. Wenn ich gerade sage normalerweise, ne? Man muss den mal angucken. Ich weiß nicht, wie angriffslustig der ist. Aber da unten ist jemand angriffslustig, das weiß ich. Nur mal umgucken hier, nicht, dass was anderes kommt. Ich weiß nicht, ob der mich... Ob der aggro ist. Bist du aggro? Weiß nicht, ob er mich beißen will. Nee. Aber der da unten. Kann ich da jetzt einfach so... Jetzt kommt der bestimmt hier hoch, der Arsch. Bin die an. Ich will mal weiter, weg von dem da. Ich will mir den mal jetzt vom Nahen angucken hier. Die Kumpel. Irgendwie kommt mir der Prime Fisch raus. Genau. Du kannst dir einfach so von dem Fleisch klauen. Also du schwimmst ran und kannst an dem Fleisch klauen. Was ich ganz lustig finde. Schwimmt da oben rum. So ein Manta. Das ist echt merkwürdig. Du kannst da einfach nur ranschwimmen und dem... Mit dem Boot geht das natürlich nicht. Da will er dich platt machen. Okay, du kannst jetzt nur alle 10 Minuten... Ja, da kommt immer näher da hinten, der Arsch. Du kannst alle 10 Minuten dem halt ein bisschen Fleisch klauen. Finde ich eigentlich ganz witzig. Also wenn du dir, sagen wir es so, den so einen ranziehst, hast du eigentlich unendlich Fleisch, oder? Also wenn du den Richtung Basis oder Unterwasserbasis hast, dann hast du einen in der Nähe. Bist du jetzt angriffslustig? Ja, jetzt will er mich. Ich muss mal ganz kurz hier die Waffe wegstecken. Oh, jetzt ganz schnell. Alter, der Kumpel geht ab, ne? Alter! Das ist ganz schön schnell. Ich weiß, schwimm doch an Land. Oh, Alter, ich bin auf fast 300% Geschwindigkeit beim Frosch, ne? Wie viel hältst du eigentlich aus? Alter, es kommt der hier ruf, oder? Nee.
Ich will mal gucken. Wenn ich den jetzt töte, wie viel... Was denn er hier? Ich will nur mal gucken. Ich will mal gucken, was man aus dem rausbekommt. Ich weiß, ich mache gerade gut Schaden. Das liegt aber auch daran, weil ich eine gelbe Flinte habe. Mach mal. Hätten das noch ein Basilo? Oh Gott, warte mal. Ui, fast die falsche getroffen. Ah, seit dem neuen Update kann man jetzt auch richtig lenken. Mit dem Frosch. Also, wenn man drauf schießt halt. Das ging ja vorher nicht. Ich kann schön schießen und lenken. Das ist geil. Aber wenn ich den jetzt umbringe, dann kommen ja 1000 andere Viecher an und wollen den auch killen. Na, ich versuch mal hier. Ey, du Arsch! Komm ab! Alter, guck mal, guck die Horde da hinten an. Ich versuch mal hier wegzuschwimmen. Aber Frosch ist echt schwer zu steuern hier. Hält viel aus. Warte mal. Jetzt kommt doch nicht alle an hier. Komm. Das war's. Er ist hin. Mann, was willst du denn jetzt hier von mir? Ey, ich hab dich getroffen, hat nicht gezählt. Warte mal ab. Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Warte mal. Kurz das Ding weg. Jetzt kommen sie hier alle an, die Dackel. Ich will nochmal. Wo wir die Fresse verzieht hier. Ah, sind die immer noch hinter mir? Ey, ich will den looten. Also aber alle von dem Basilosaurus weg, ne? Guck dir an! Alle vom Basilo weg und alle wollen jetzt zu mir. Das könnt ihr aber schön abhaken, Freunde. Denn ich gehe einfach an Land und dann könnt ihr mich nicht verfolgen. So. Dann machen wir das einfach mal so. Hüppeln hier zurück. Ich hoffe jetzt nicht, dass die... Ja, die haben mich sowieso in der Agro-Range. Ich will da nur hier mal kurz gucken, Freunde. Ist da irgendwie... besonders Item in dir? Ah, nur Müll eigentlich. Scheiße. Aua, au, au, au. Alter, die haben... Die zerbomben mich. So schnell kann es passieren, Freunde. Alter, das war zu viel. Okay, wo war ich? Ey, unten ist was in der Nähe. Ich hole mal mein Zeug schnell wieder. Was sind die jetzt alle? Also ich muss ja hier vorne irgendwo abgenippelt sein. Und ich hoffe, dass man... Da liegt mein Zeug. Ich muss jetzt bloß irgendwie rankommen. Alter, wie schwimmst du mit? Oh, er drückt sich erstmal richtig schön an mich ran. Haut ihm ab. Hau ab. Haut alle ab. Und es ruckelt. Ja, komm. Ich werde wieder sterben. So, Freunde, die Mantas sind anscheinend weg. Die haben auch den komischen Fisch da oben getötet. Ich versuche jetzt die ganze Zeit mein Zeug zu finden. Ich glaube, ich hoffe nicht, dass die... Da ist doch schon wieder einer. Ah, die Pisser, die kommen aber auch immer wieder zu mir, ne? Warte. Wo ist mein Scheiß? Mittlerweile ist sogar der große Fisch hier vorne weg. Okay, ich denke mal, einen könnte ich überleben. Also meine Ausrüstung ist, glaube ich, hier unten hin. Wo ist jetzt alles neben mir überhaupt? Oh Gott. Ja, es sind ein paar andere Tasten jetzt. Okay, Transfer All heißt es jetzt. Okay. Oh, mein Zeug ist wieder alles Schrott, ey. Ich habe vorher alles repariert gehabt, ne? Jetzt ist schon wieder alles kaputt. Ich gebe es zu, es waren als 8 Anläufe. Mann, ey.
Ach. Puh. So. Ich habe noch das. Ich habe noch das. Ich habe jetzt eigentlich noch die Schlappen. Aber das, der Rest haben sie mir kaputt gemacht. Meine Nerdbrille habe ich auch noch. Und ja. Ich muss jetzt zu Fuß nach Hause laufen. Und unsere nächste Basis, der grüne Obelisk, und der ist da hinten. So, Freunde, ich habe jetzt noch einen weiten Weg vor mir, bis ich nach Hause gelaufen bin. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich weiß, heute war nicht allzu spannend, weil wir haben uns nur an einen fetten Fisch angeguckt und ich bin dabei verreckt. Aber ist auch mal was Neues, ne? Morgen halt den anderen Fisch angucken und... Also nicht den anderen Fisch, sondern diesen, das Flugvieh da hinten, was da gerade lang fladdert, und den Iggy. Und ja, habe ich schon mal jedenfalls einen Plan. Gut, dann haust da rein, mach's gut. Ciao.